Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 15 unglaubliche Fakten über die Avengers. Fakt Nummer 1. Tony Stark ist großer Black Sabbath-Fan und trägt immer wieder T-Shirts von der Band. Ein Grund dafür ist, dass Black Sabbath den Welthit Iron Man geschrieben hat, in dem es auch in einer Liedzeile heißt, ich bin Iron Man. Fakt Nummer 2. Samuel L. Jackson ist der Schauspieler, der mit Nick Fury am zweithäufigsten dieselbe Rolle in einer Comic-Verfilmung spielte. Häufiger dieselbe Rolle hatte nur noch Hugh Jackman als Wolverine. Fakt Nummer 3. Während der Dreharbeiten von Avengers Age of Ultron war Schauspielerin Scarlett Johansson schwanger. Um dennoch ihre Action-Szenen drehen zu können, wurden 3 Stunt-Doubles für sie engagiert. Fakt Nummer 4. Robert Downey Jr. wurde in jedem Film, in dem er Tony Stark verkörperte, mindestens einmal gewürgt. Für die Drehbuchautoren ist es mittlerweile ein Running Gag, eine derartige Szene ins Drehbuch zu schreiben. Fakt Nummer 5. In der ersten Comic-Version der Avengers war Captain America noch nicht Teil des Rächer-Teams. Er kam erst später dazu. Fakt Nummer 6. Um keine Verbindung zur politischen Black Panther-Partei herzustellen, nannte Marvel ihren Superhelden Black Panther für einige Zeit um in Black Leopard. Fakt Nummer 7. Die künstliche Intelligenz Jarvis von Iron Man war in den Comics ursprünglich noch ein menschlicher Butler und keine Software. Fakt Nummer 8. Um sich für seine Rolle als Hawkeye vorzubereiten, trainierte Schauspieler Jeremy Renner mit echten Olympiabogenschützen. Fakt Nummer 9. Der Hulk war ursprünglich als graues Monster geplant. Aufgrund von Problemen beim Druck der Comichefte wurde die Farbe aber in grün geändert. Fakt Nummer 10. Marvel-Schöpfer Stan Lee nannte das alter Ego von Hulk in manchen Comics fälschlicherweise Bob Banner anstatt Bruce Banner. Um den Fehler nicht zuzugeben zu müssen, wurde der vollständige Name des Hulk später geändert in Robert Bruce Banner. Fakt Nummer 11. Loki erschien in den ersten Marvel Comics bereits 13 Jahre vor dem ersten Auftreten seines Bruders Thor. Fakt Nummer 12. Das Marvel Cinematic Universe ist mittlerweile das erfolgreichste Filmuniversum aller Zeiten und mit dem gesamten Einspielergebnis von 14,8 Milliarden US-Dollar erfolgreicher als die Harry Potter Filmreihe. Fakt Nummer 12. Die 3 erfolgreichsten Filme des MCUs sind bisher Marvel The Avengers, Avengers Age of Ultron und Black Panther. Fakt Nummer 13. Loki-Darsteller Tom Hiddleston wollte ursprünglich die Rolle des Thors übernehmen. Für das Casting hielt er sich deshalb an eine strenge Diät und nahm über 25 Kilogramm an Muskelmasse zu. Schlussendlich entschieden sich die Produzenten dann aber doch für Chris Hemsworth als Thor. Fakt Nummer 15. Mit einer Laufzeit von 149 Minuten und 9 Sekunden ist Avengers Infinity War der längste Marvel-Film aller Zeiten.